Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Story of Seasons, Trial of Towns. So, meine Lieben, wir wollen jetzt noch ein paar Aufgaben annehmen. Scheren der Schafen helfen. Das können wir bestimmt machen. Jede Art Gemüse ist willkommen. Verschicke bitte 3 davon. Lege die angeforderten Sachen vor der heutigen Leerung in die Versandkiste, unabhängig vom heutigen Versandort. Okay. Ich nehme das mal alles an. Wir dürfen ein paar Schafe scheren. Huhu. Danke, dass du mir hilfst. Du kannst gleich mit dem Scheren loslegen. Ja, kommt mal her hier. Ich helfe euch. Ich meine, ich helfe ihm. Das kriege ich hin. Juhu. Dass er dabei überhaupt Hilfe braucht. Aber okay. Solange ich bezahlt werde, ist alles gut. Das hast du super gemacht. Lass mich nur eben die Wolle hier einsammeln. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Hier, nimm deine Bezahlung. Juhu. Wenn du noch mal Lust hast, kannst du mir sehr gerne wieder helfen. Na klar, Onkel Frank. Alles supi. So. Okay. Dann das nächste, ne? Wir haben ja Gemüse. Wir haben ja Rettich eingesammelt. Das ist ja Gemüse. Also eigentlich müsste das ja dann funktionieren. So, das machen wir auch noch eben. Da können wir noch ein bisschen gießen. Und dann würde ich sagen, sagen wir einfach allen Leuten nochmal Hallo. Hallo! Ah, danke, dass du mir hilfst, Shiva. Bist du bereit, mit dem Bewässern des Feldes anzufangen? Natürlich. Ich bin im Bewässern die Nummer 1 hier. Geschafft. Gute Arbeit. Hier, nimm das als Entlohnung. Ach, er bezahlt mich immer so fleißig. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch fort. So, dann gehe ich ihm doch auch direkt mal begrüßen. Mal gucken, was er so zu mir sagt. Hallo, Ford. Abrupt die Entscheidung zu treffen, Farmerin zu werden, ohne jegliches vorheriges Wissen, ist die Definition junger Leichtfertigkeit. Ich bin fassungslos, dass deine Familie dem zugestimmt hat. Nun gut, ob dir dein Vorhaben gelingt, liegt nun alleinig bei dir. Sei also fleißig. Ja, ist ja gut. Misserfolge sind ein übliches Ereignis, wenn man experimentiert. Jeder einzelne Erfolg ist häufig ein Ergebnis aus 100 vorherigen Misserfolgen. Fehler zu vermeiden ist allerdings weniger wichtig, als zu vermeiden, dass man denselben Fehler immer und immer wieder macht. Alles klar, ich sollte nicht mehr mit ihm sprechen. Er spricht mich immer nur auf meine Fehler an. Was habe ich ihm nur getan? So, können wir reden? Was kann ich für dich tun? Gerade nichts. Also kann ich nicht einfach so mit ihr reden anscheinend. Okay, dann müssten wir da warten, bis sie fertig sind mit den Läden halt. Howdy, wie war dein Tag? Läuft es gut mit den Farmarbeiten? Oh, halte einen Moment still. Hier steht da ein Haar ab. So, das sollte gehen. Jetzt siehst du noch hübscher aus als vorher. Dankeschön. Willkommen im Gartengrill. Was kann ich denn heute für dich tun? Nichts. Vielen lieben Dank, wir sehen uns bald wieder. Okay. So, hier hinten ist auch nichts, ne? Oder zumindest noch nichts. Ich würde sagen, wir gehen dann noch ein bisschen angeln. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Gegossen habe ich schon. Tiere geärgert habe ich schon. Joa, einkaufen muss ich eigentlich nicht, wie ich finde. Solange ich nicht weiß, wo ich drauf hinarbeite, so rum. Solange ist das ein bisschen doof mit dem Geld sammeln. Aber ich werde noch angeln. Genau. Angeln wir einfach noch eine Runde, bis unsere Energie so weit unten ist, dass wir ins Bett müssen.
Oh, verflixt, er ist entkommen. War wohl zu früh. Egal, jetzt mache ich's besser. Hey, ignoriere meinen Köder nicht. Toll. Wie kann ein Ast bitte? Na, was ist los mit dir? Willst du mich ärgern? No. Komm, ich streichel dich doch nur die ganze Zeit. Na gut, dann nicht. Er will nicht von mir gestreichelt werden. Das ist so traurig. So, hier will ich nochmal angeln. Wir müssten eigentlich mal gucken, ob es nicht noch andere Orte gibt, wo man irgendwie was machen kann. Ja, nein, verdammt, ich war schon wieder zu langsam. Mann, ich wollte gerade drücken, da machte es schon zack. Das gibt's doch nicht. Irgendwie sind die zu schnell für mich. Okay, ich gehe. Irgendwie klappt das heute mit dem Angeln nicht. Hallo Hundi, lass dich mal streicheln. So, schön. Habe ich ihn gestreichelt. Dann ist Hundi wieder glücklich. So, aber hier gibt es auch leider nichts, ne? Wo wir irgendwie hingehen könnten oder so. Das hier ist ja noch alles kaputt. Da komme ich noch nicht durch. Das dauert noch. Keiner weiß, für wie lange das dauert. Also wie lange das noch dauert. Hier könnten wir noch angeln. Hä? Was habe ich denn da jetzt ausgewählt? Das war irgendwie falsch. So, hier versuchen wir es nochmal mit dem Angeln. Diesmal muss ich halt rechtzeitig drücken. Jawoll! Komm schon! Seh dich nicht so! Hüpf raus! Ein Rotlachs! Na dann nochmal! Machen wir es nochmal, ne? Ja, beiß an. Und du bist meiner. Du bist mein Fisch. Mein Fisch, komm. Boah, ein Riesenfisch, ey. Ein Forellenbarsch. Meine Güte. Level 1. Angehender Angler. Ich fühle mich irgendwie erschöpft. Ist egal, wir angeln noch weiter. Wir haben Rang 1 erreicht. Komm schon, Fisch. Was? Er hat einen Kiesel nach mir geschmissen. Ich habe es genau gesehen. Die Fische beschmeißen mich mit Kieselstein. Ist ja nicht zu fassen. Ja, komm, beiß. Beiß und du bist meins. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ja, schon wieder eine Regenbogenforelle. Okay, einmal können wir noch. Und dann ist Schluss, dann gehen wir wieder nach Hause. Und dann mal gucken, ob am nächsten Tag irgendwas passiert. Wir haben auch bald schon unser erstes Fest, glaube ich. Nee, doch nicht. Nee, wir haben noch kein Fest. Ein Killifisch. Okay. So, den haben wir aber auch zum ersten Mal geangelt. Also wir haben ein bisschen was geangelt. Ach du meine Güte, wie spät haben wir eigentlich? Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe es verpasst. Ich habe es verpasst. Moment. Vielleicht habe ich es doch noch nicht verpasst. Ich schmeiße einfach mal alles rein an Rettich, was wir haben. Die Milch und das Ei werde ich immer noch behalten. Und auch hier diese Sachen. So. Oh, Moment. Ich kann noch ein bisschen mehr reinschmeißen. Ja, sie kommt nämlich gerade. Sie kommt gerade. Sie ist auf dem Weg. So, Zweig und Ast will ich behalten. Ahornast. Du kannst daraus keinen Ahornsirup gewinnen. Das ist schade. So, Kiesel und Fels behalte ich. Ein Feigenkaktus. Ja, packen wir auch erstmal weg. Rosa Lupine.
packe ich auch weg. So, jetzt kannst du es abholen und dann kriege ich Geld. Juhu! Naja, oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht so genau. Wem gehört eigentlich das Hemd? Also mir gehört das nicht. Definitiv. Hey, das ist eine Futterstelle. Ich glaube, das kann ich benutzen, wenn ich mehr Tiere habe. Okay. Dann schaukeln wir ein bisschen. Okay, genug geschaukelt. Gut, ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Ich meine ins Bett. So, was sagt denn mein Kalender? Morgen ist der 14. Das ist gar nichts. Am 15. Mein Geburtstag. Hoffentlich wollen die Leute hier ihn zusammen mit mir feiern. Ja, das hoffe ich aber auch. Vielleicht denken sie an mich. Ich finde das irgendwie traurig, dass es gerade mal ein Fest gibt. Irgendwie. Aber das kann nur nicht sein, oder? Vielleicht kommt das noch so nach und nach. Und hier mag uns leider auch immer noch keiner. Was haben wir denn noch, was wir hier gucken können? Briefe, Farmratgeber, nichts. Trophäen? Alles klar. Okay, ich gehe mal schlafen. Gute Nacht. $3.311. Gehaltscheck. Sehr schön. Es regnet. Das heißt, ich muss nicht gießen und ich kann Margeriten sammeln. Und Kartoffeln kann ich einsammeln. Wuhu. Moment. Und hier oben? Hier oben kann ich auch Margeriten einsammeln. Die Glockenblumen sind allerdings immer noch nicht fertig. Eine Kröte. Es regnet. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir Regen mitkriegen, oder? Glaube ich. Ich glaube schon. Na, dann haben wir ja heute gar nichts zu tun. Kann ja schon fast wieder ins Bett gehen. Naja, doch, das stimmt nicht ganz. Ich habe, ich könnte eigentlich in der Zeit Samen kaufen und die dann einpflanzen, dadurch, dass es ja jetzt regnet. Oh mein Gott, was hast denn du hier gemacht? Ich glaube, ich muss den Stall säubern. So. Bürste. Sehr schön. Mistgabel. Sehr schön. Und knuddeln. Das ist doch prima. Ich glaube, das mache ich. Ich werde nochmal irgendwelche Sachen kaufen. Und die dann einpflanzen. Jetzt, wo es am Regnen ist, sollten wir das nutzen. So. Sauber gemacht haben wir auch. Ach, ist das super. So, wie viel haben wir denn frei? 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Genau, dann werden wir das nämlich auch nutzen. Werden hier nochmal was anbauen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ich werde mal gucken, was es so gibt. Ah, lass mich vorbei. Voll die komischen Geräusche hier im Hintergrund. Hallo Kätzchen. Ich würde dich ja mit nach Hause nehmen, aber... Tagofrosch. Leopardenfrosch. Die können wir aber auch alle nicht sammeln. Hast du schon viele wilde Tiere gesehen? Bleib einfach geduldig, auch wenn sie vor dir wegrennen. Irgendwann gewöhnen sie sich an dich. Okay. Wie, hier regnet es nicht? Das ist ja ein Witz. Das ist ja echt ein Witz. Wieso regnet das hier nicht? Merkwürdig. Das ist ja mal echt merkwürdig. So, ich rede mal wieder mit allen. Ich denke mal, das ist dann ganz praktisch, wenn ich das tue. Aber das ist ja trotzdem merkwürdig, dass es hier nicht am Regnen ist, ne?
Naja, warum auch nicht? In der Stadt regnet es halt nicht. Ist ja nicht schlimm. Sowas soll vorkommen, ne? So, die Läden sind noch nicht auf, deswegen kümmere ich mich jetzt erstmal hier drum. Was haben wir denn hier wieder? Jeder Art Ei ist willkommen. Verschicke bitte 5 davon. Ich habe aber keine 5 Eier. So, hier brauchen wir noch Lieferungen an Ford und Lisette. Holz hacken. Na klar. Das kriege ich hin. Schön, dich zu sehen, Shiva. Kannst du Holz hacken? Ich brauche 16 Stück. Danke. Okay. 1, 2, 3. Wow. 4, 5. Oh, das dauert. 6, 7. Und 8. Und 9. Und 10. Und 11. Und die 12. Die kommt auch noch. Oh Mann. Die Musik hörte sich gerade echt so an, als ob sie irgendwie Stress schiebt. So, geschafft. Toll gemacht. Hier ist deine Bezahlung für heute. Juhu. Vielen Dank. Ich kann immer eine helfende Hand gebrauchen. Das freut mich. So, meine Lieben, dann würde ich allerdings auch sagen, ich mache an der Stelle mal einen Cut und wir sehen uns in einem neuen Part bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin. Tschüssi.